Was? Das ist doch völlig klar. Ja, natürlich. Overworlder sind besser als Underworlder. Du träumst doch, Mann. Im Vergleich zu Underworldern sind Overworlder Waschlappen. Waschlappen? Dann ist also Maxor ein Waschlappen und Varith ist einer und Maglax und... Ich sag ja nicht, dass Overworlder keine tollen Kreaturen sind. Ich habe auch welche in meinem Deck. Ich sage nur, dass es wichtig ist, Mumm zu haben. Alles zu tun, was nötig ist, um zu gewinnen. Das können nun mal die Underworlder. Kaor, Takinum, Magmon, alle Underworlder haben eine gewaltige Feuerkraft. Und sie schrecken nie davor zurück, sie einzusetzen. Underworlder bügeln Overworlder jederzeit weg. Sieh es ein, Tom. Underworlder haben Mumm. Overworlder gucken nur dumm. Cass? Nur noch ein Wort zum Abschluss. Im Vergleich zu Overworldern sind Underworlder echte... Schlaffis? Zu den Underworld-Fans gut passen. Willst du damit etwas sagen, dass Underworld-Fans Schlaffis sind? Dann würde ich sagen, du trittst mal gegen einen Underworld-Fan an, mein Freund. Mein Chaotic-Name ist Kid Kaor. Ich bin Leon. Hercio Leon. Das ist Hercio Leon. Der Hercio Leon? Der unbesiegte Hercio Leon? Wir treffen uns mittags im Krellen Battledrome. Dann werden wir ja sehen, wer Mumm hat und wer dumm guckt. Cass? Cass! Wirklich, dass deine Siegesserie zu Ende geht? Ha! Typisch für einen Underworlder. Will sich rausreden und davonschleichen. Komm schon, Cass. Lass dich nicht ablenken. Konzentrier dich auf dein Spiel. Yo, wie läuft's denn so? Oh oh, Hercio Leon. Das wird kurz und schmerzlos. Ja, für Cass. Für Cass? Das war so, wie es bei Cass immer ist. Er hat angegeben mit seinen Underworldern und... Hercio Leon hat es gehört. Ha, ich sag dir, für den zählen nur zwei Dinge. Underworlder vorzuführen und ihre Fans als Trottel hinzustellen. Er will jeden Spieler, der ein Underworld-Deck benutzt, abservieren. Overworlder hassen Underworlder und das gilt umgekehrt ebenso. Aber Hercio Leon nimmt das Ganze auch noch persönlich. Ja, das kenne ich gut. Ich frag mich, warum Underworlder und Overworlder so verfeindet sind. Das ist so eine Art negative Ausrichtung einer gewissen Anfangslevel-Fehlfunktion, mein Freund. Weißt du, bitte ladet eure Decks. Es geht los. Die Boards sind aufgedeckt. Sehr interessant, Freunde. Ein Overworld-Team gegen ein Underworld-Team. Die Stämme sind verfeindet. Und das scheint auf die Spieler abzufärben. Hercio Leon, du bist noch unbesiegt. Deshalb hast du das Recht anzufangen. Wie schön. Die erste Battle findet im Flussland statt, einem schönen, aber heimtückischen Ort. Hercio Leon, wähle deine Angriffskreatur. Gern. Crossectus greift die abscheuliche Prinzessin von Underworld, Takinom, an. Du hältst Takinom für abscheulich? Sieh mal in den Spiegel. Du siehst aus wie ein Mülleimer vom Fischmarkt. Genug Müll geredet. Die Battle beginnt.
geht los. Flammenkugel! Narins Ring macht deine Angriffe unwirksam. Aber nicht für immer. Willst du mal ein bisschen surfen? Vernichtende Brandung! Hey, wie kriegt der Hummer seine Energie zurück? Er hat keine heilende Mugic eingesetzt. Crossectus wird jedes Mal geheilt, wenn er im Flussland einen Treffer mit einem Wasserangriff landet. Herculeon kennt seine Kreaturen. Ach ja? Cass auch. Wir werden gleich sehen, wie gut er sie kennt. Ist noch nicht vorbei, du Krabbe! Kanon des Verlustes! Ja. Refrain der Verweigerung! Mache ihre Mugic wirkungslos! Wow, sowas muss ich auch scannen. Jetzt wird es langsam Zeit, dich auf Eis zu legen. Frosthau! Ich kann's nicht mehr ansehen. Oh. Seht mal, Cass setzt Takinums besondere Fähigkeit ein. Er opfert eine Karte. Takinom löscht eine Underworld-Kreatur, um ihre Energie zurückzukriegen. Tut mir leid, aber mir war gerade nicht nach Eis. Feuerstrom! Ha! Ich glaube, dein Crossectus müsste inzwischen gar sein. Anfängerglück! Und das ist nun zu Ende. Gut gespielt, Kid Kaor. Herculeon, du kannst deine Kreaturen bewegen, wenn du willst. Ich bringe Heptad in die erste Reihe. Kid Kaor ist der Angreifer. Bitte wähle den Ort aus. Super! Takinom ist am Lavatümpel die Größte. Takinom greift Heptad an. Takinom am Lavatümpel, das ist ein Selbstläufer. Nicht gegen Heptad. Er ist wahnsinnig stark und mega vielseitig. Er kann mit allem angreifen. Erde, Feuer und Luft. Manche meinen sogar, er stammt von der Kothika ab. Was? Die Kothika ist riesig. Ihretwegen sind die Stämme verfeindet. So heißt es jedenfalls in der Legende. Okay, erster Akt. Die Kothika ist sowas wie die Quelle für alles in Perrim. So ein uraltes Energieding, das die Kreaturen in Underworld gefunden haben. Entschuldige, Peyton. Es war in Overworld. Hör mal, in meiner Version war es in Underworld. Also, damals in den alten Zeiten lebten die Stämme in Harmonie und Frieden, weil ihnen die Kothika alles gab, was sie jemals brauchen würden. Zweiter Akt. Ein Stamm wird ein bisschen gierig. Die Underworlder werden unfair und wollen die Kothika für sich allein haben. Können wir uns jetzt das Spiel angucken? Man guckt doch mit den Augen, nicht mit den Ohren. Peyton! Okay, ist ja gut. Ich sag schon nichts mehr. Dissonanz der Entwaffnung! Rankenschlinge! Ah!
Leon das gemacht? Diese Verwandlung von Heptad in, Tartarak. Tartarak, genau. Spezialfähigkeit, mein Freund. Tartarak kann mit jeder Kreatur, die neben ihm auf dem Board ist, den Platz tauschen. Overworlder nehmen das mit dem Teamwork wirklich ernst. Netter Trick. Hast du noch andere drauf? Ja, du wirst staunen. Ich kann dich verschwinden lassen. Steinwoge! Vipernpeitsche! Was zu sagen, Underworld-Kreatur? Ja, wir sehen uns, Heresion! Wir Schluss. Die Underworlder haben es wieder geschafft. Zwei erledigt, nur noch einer da. Du und Takinom gegen mich und Heptad. Wir werden euch beide besiegen. Das wird sich zeigen. Herculeon ist der Angreifer. Wähle den Ort. Du hast Heptad am Lavatümpel geschlagen. Aber jetzt sind wir auf meinem Gebiet. Beim letzten Mal hat er sich verkrochen. Diesmal kannst du nicht davonlaufen, Mr. Overworld. Wow! Sieht aus, als könnte Cass gewinnen. Vielleicht hat er recht. Vielleicht sind Underworlder besser als Overworlder. Trotz allem, was der Verteidiger der Overworlder zu sagen hat. Ich erhebe Einspruch, euer Ehren! Tut mir leid, Professor, aber deine Geschichte von Perrim ist totaler Quatsch. Ach, wirklich? Ja, es gab eine machtvolle Quelle namens Kothika. Aber sie war ein Overworld. Die Overworlder waren es, die gierig wurden und sie für sich allein haben wollten. Sie dachten, sie allein könnten bestimmen, wie man die Kothika nutzen sollte. Und wer was dagegen sagte, war der Buhmann. Kann ich mir jetzt bitte das Spiel ansehen, ohne Underworld-Werbung? Du meinst, ich habe keine Kampfausrüstung? Da irrst du dich. Meine Leier des Mugician bringt mir noch einen Einsatz von Mugic. Seht mal, Cass setzt das Lied der Wiederbelebung ein, um Perithion zurückzuholen. Jetzt heißt es 2 gegen 1. Du hast also Perithion zurückgeholt. Ich putz mir die Zähne mit ihm, sobald ich mit dir fertig bin. Ah!
Wie ist denn das? Ihr Overworlder haltet euch für so schlau. Ich habe Perithion nicht zurückgeholt, damit er kämpft. Ich hätte es wissen müssen. Ihr Underworld-Schmarotzer holt eure Artgenossen nur, weil ihr sie als Energielieferanten braucht. Ha! Das Spiel heißt nur die Fittesten gewinnen. Und dieses Spiel wirst du jetzt verlieren! Sieht aus, als würde Cass Herculeons Siegesserie beenden. Das hoffe ich für ihn. Aber Herky ist ein Profi, der ist noch längst nicht fertig. Das wundervolle Lied der Erneuerung. Hä? Das gibt's nicht. Jetzt hat Haptat seine ganze Energie wieder. Ich hab noch eine letzte Chance. Ja, gut so! Super gemacht, Cass! Ja, jetzt wird sie Haptat in den Hintern treten. Haptat ist ein Overworlder, Sarah. Sei nicht so hart, sonst haben wir hier auch gleich einen Kampf. Einen Kampf gegen dich nehme ich überall auf, Overworld Waschlappen. Leute, diese Overworld-Underworld-Sache artet langsam aus. Kriegt euch wieder ein, bitte. Sehen wir uns das Match an. Komm her und kämpfe, du hässliche Underworld-Hexe! Soweit, Overworld Waschlappen? Ja! Okay, ich habe begriffen, dass Underworlder Overworlder nicht ausstehen können und umgekehrt. Aber eure Geschichten, warum das so ist, widersprechen sich total. Wer sind die Guten und wer die Bösen? Ich weiß nur, dass sie verschieden sind. Das Underworld-Deck von Cass ist toll, weil er Kreaturen benutzen kann, um andere zu heilen. Und mein Overworld-Deck ist stark, weil ich Kreaturen einsetzen kann, um anderen zu helfen. Ja, aber die Underworlder sind einfach stärker, weil sie sich immer gegen die... Die Overworlder waren die Guten. Sie waren es, die immer versucht haben, das Ganze... Auszeit! Einigen wir uns darauf, dass wir uns nicht einig sind, ja? Na schön. Wenn du meinst. Es läuft auf Folgendes hinaus. Das Gute gegen das Böse, ganz einfach. Genau. Aber wer ist was? Flammenkugel! Steinbogen! Tornado-Attacke! Funkenschwarm! Overworld! 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 Der Sieger ist Herculeon. Nicht übel. Für einen Underworlder.